Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am gestrigen Abend hat der Medienprofi mal wieder was von sich hören lassen. Er war auf TikTok live, das am Abend, das gab es länger nicht. Wenn er sich sonst einmal die Woche auf TikTok gemeldet hat, dann war er ja immer vormittags online oder übermittag. Nein, gestern kam er zur Primetime. Er hat seinen Stream sehr, sehr euphorisch begonnen. Irgendwann kippte die Stimmung dann. Was dem zugrunde lag, das werden wir uns gleich genauer anschauen. Es gibt da ein paar Szenen, die ich gern besprechen möchte. Da gibt es Offensichtliches, aber zu manchen habe ich vielleicht auch eine ganz eigene Meinung. Und das möchte ich dann heute mit euch besprechen. Ganz zu Anfang gibt es eine ganz, ganz kleine Szene von etwa 3 Sekunden. Die zeige ich euch zweimal. Und ihr solltet da bitte mal kurz drauf achten, was er da tut. Ich werde dann das Bild auch einfrieren, damit es jeder mitbekommt. Und ja, dazu habe ich dann auch ein paar Gedanken. Also ich werde jetzt nur ganz kurz anspielen und dann werde ich mich direkt wieder melden, bevor wir uns dann die anderen Kuriositäten des gestrigen Abends anschauen werden. Er hat den Stream wieder mit Musik begonnen. Das macht er ja ganz oft. Kurz bevor er spricht, zeigt er das Victory-Zeichen und sendet einen Luftkuss. Ja, wem der wohl gilt. Es wird schon sehr, sehr viel gemunkelt, dass er vielleicht wieder ein Bärchen oder gar eine Freundin am Start hat, mit der er auch ab und zu Zeit im Discord verbringt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gerade im Livestream da ist, ich weiß nicht, ob das das Mädel ist, was da gerade in den Chat schreibt, aber die Vermutung liegt nahe, dass sich da bei ihm wieder was anbahnt oder dass er gerade in Love ist. Es gab auch Posts auf einer seiner Schmuddelseiten, wo er angibt, in einer offenen Beziehung zu sein. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Einige andere Leute munkeln es auch. Aber es könnte wirklich sein, dass der Medienprofi mal wieder in Love ist. Das wollte ich euch gerne kurz zeigen. Und jetzt geht es weiter wie gewohnt. Ich werde jetzt nicht alle 3 Sekunden stoppen. So, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einem neuen Livestream wieder mal. Das erste Mal seit langem wieder am Abend. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so eine Stunde oder so, vielleicht auch zwei. Es kommt drauf an, wie wir heute Bock und Zeit haben. Ich habe auch schon Hart und Auge Bescheid gegeben, dass ich live bin. Das heißt, ich werde auch gleich dann nochmal mit den 1-2 Runden matchen. Und hoffe drauf, dass wir immer noch so stark sind, wie wir mal waren, dass wir zumindest 1-2 Runden gewinnen. Ich weiß nicht, wie stark die beiden aktuell sind. Ich bin auf TikTok momentan gar nicht aktiv. Er startet wirklich sehr engagiert. Er nimmt sich vor, mit seinen beiden alten Matchpartnern zu matchen und macht auch so eine kleine Kampfansage und versucht vielleicht auch sein, in Anführungsstrichen, Team ein bisschen zu motivieren, dass sie ordentlich spenden, damit er seine Matches gewinnen kann. Er sagt hier auch, dass er gerne 1 bis 2 Stunden online bleiben würde. Das hat er ja vor seiner Pause, die Anfang Februar so begann, also dass er nur noch ganz selten auf TikTok online war. Da war das ja keine Seltenheit, dass er das gemacht hat. Er hat auch nicht so viel Musik gespielt, bis er sich dann an sein Publikum gewandt hat. Schauen wir mal weiter, ob er das so beibehalten kann. Ich möchte, Dankeschön fürs Abo. Ich möchte zwar eigentlich versuchen, wieder mehr Videos zu machen auf TikTok, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt. Ich habe vor 2 Tagen angefangen, eine Serie, eine Skriptreihe von einer Serie zu schreiben, das vielleicht der ein oder andere von euch von früher noch kennt, und zwar von Kurz hinter Idioten. Das Ganze würde unter dem Titel laufen, also ich bin zurück für dich, oder eigentlich müsste es I'm Back for Yous heißen, also bin zurück für euch so ungefähr. For Yous? Ja, okay. Wir wissen, seine Englischkenntnisse sind nicht die allerbesten. Okay, er möchte eine neue Offensive starten, eine neue Content-Offensive, wobei die ja gar nicht so neu ist. Das, wo er in mehrere Rollen geschlüpft ist, das gab es ja vor einigen Jahren schon mal.
weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das war, wobei man sagen muss, wahrscheinlich hat ihn das mehr Mühe gekostet als das, was wir so im Dezember oder im Januar zu sehen bekommen haben und auch in der Zeit davor schon. Er möchte also ein altes Format ausgraben. Er ist nur bisher noch nicht dazu gekommen, neue Videos auf TikTok hochzuladen. Für mich klingt das so, als würde er dieses neue alte Format wieder starten wollen und die Videos dazu dann auf TikTok hochladen. Wie kommt er darauf? Ich vermute einfach mal, dass er einfach gar keine Ideen hat, was er machen könnte, um Videos hochzuladen. Wir wissen, er hat in der vergangenen Zeit, ich glaube 3 Teile waren es, von einem Spiel hochgeladen, YouTubers Live, bei Odyssey. Ja, dass er da nicht wirklich was verdient, das wissen wir ja bereits. Und vermutlich hofft er darauf, dass er, wenn er TikTok-Videos hochlädt und da jede Menge Views drauf bekommt, dass er damit wieder Einnahmen generieren kann. Anfang März hat er ja nochmal einen Versuch gestartet auf YouTube, der ja kläglich gescheitert ist. Und jetzt muss er eben eine andere Plattform finden, wo er weiterhin Videos hochladen kann. Ja, und da bleibt ihm ja eigentlich auch nur TikTok. Aber vielleicht wären da ganz neue Ideen auch besser. Wobei, auch wenn ich an der ganzen Sache zweifle, ich zweifle auch daran, dass er da wirklich schon arbeitet und dass das wirklich kommen wird, weil er wollte ja auch mal irgendwas über die Hater machen und so. Das wurde auch irgendwann Ende letzten Jahres angekündigt und ist nie gekommen. Und ja, wie das mit seinem Skripteschreiben ist, das wissen wir auch. Hätte vielleicht funktionieren können, da es auf TikTok ja mit Sicherheit auch Publikum gibt, die vor Jahren, als er dieses Format mal auf YouTube hatte, ja noch gar nicht da waren und die das vielleicht ja interessieren könnte. Ich fand dieses 4 Drachen und der Metal oder wo er da eben immer in diese verschiedenen Rollen geschlüpft ist, fand ich sehr, sehr lächerlich. Aber es gibt sicherlich Leute, denen das gefällt und andere werden sicher sagen, ja, da hat er sich aber wenigstens Mühe gegeben. Und das gebe ich ihm dann auch. Da geht es quasi darum, dass halt Drachenlord und Drachengames und die anderen Kurzfilm-Idioten sich getrennt haben. Ich bin ja als reale Person Rainer Winkler dabei quasi in der Serie, ne? Also wer das von früher noch kennt, ist ja nur so eine Kurzfilmserie, die hatte damals, wir hatten ja bei 4 Drachen der Metal damals eine kategorisierte Form eigentlich versucht zu machen. Dann gibt es das neue Abo. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert. Und ich habe dann aber für Kurzfilme Idioten keine wirklichen Kategorisierungen gehabt. Also da gab es keine wirkliche Folge, die miteinander zusammenhing. Das Ganze wird jetzt bei der Kurzfilmvariante, also bei der neuen Kurzfilmvariante, soll es anders werden. Das Ganze soll wirklich unter dem Punkt laufen, dass man wirklich. Dankeschön. Dass man wirklich unter dem Punkt weitermacht, kurz von der Idioten, dass es wirklich eine kategorisierte Form hat. Dabei fängt es natürlich dann damit an, dass man erstmal einen Rückblick hat auf das, was eigentlich war. Und da schreibe ich momentan an den Stories. Und dann geht es damit weiter, dass halt eigentlich alle getrennt sind und Drachenlord möchte halt die Serie zurückbringen. Der Drachenlord möchte die kurz von der Idioten zurückbringen und deswegen ruft er erstmal beim Rainer an, also bei mir quasi als Person. Und überlege ich mir gerade so, ob ich das umsetzen möchte oder nicht. Keine Ahnung. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen in seine Idee, was er da vorhat. Wenn das Ganze gut und richtig gemacht werden würde und er da mit Selbstironie rangehen würde, dann könnte das vielleicht sogar was werden. Das wird natürlich kein Meisterwerk, das ist schon klar, aber es wäre auf jeden Fall besser als einfach nur Singschmatzende und Leute anblöken, weil er eine Stunde lang Musik hört, ab und zu mal Danke für deine Spende sagt und ansonsten nichts von sich gibt. Natürlich wäre das eine Steigerung, ganz, ganz klar. Ich schreibe da aber noch an den Skripten, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt umsetze, aber die Idee hatte ich eigentlich.
Und da würden dann wahrscheinlich auch die verschiedenen Charaktere in verschiedenen Teilen des Landes sein. Also ich hatte mir überlegt, dass ich zum Beispiel Drachenlord nach Berlin verfrachte und zum Beispiel, keine Ahnung, Drachengames würde vielleicht irgendwo in Köln rumcruisen, während halt der Joker komplett im Ausland irgendwo ist. Der hat sich irgendwo auf einem Eisberg verschanzt, damit er nicht von Drachenlord immer in die Luft gejagt wird, so ungefähr. Wie der zurückkommt, wird ganz witzig, denke ich. Ich mag dich so, dankeschön. Wäre mal was anderes. Es wäre nicht unbedingt was anderes. Es ist halt, das Projekt wäre halt wirklich sehr aufwendig. Problematisch an der Sache ist, dass das vermutlich etwas mehr Kostenpflichtiges mit sich bringen würde. Und da ich momentan ja schon wieder Probleme habe, für die Leute, die meinen Tibi-Account verfolgen, die kriegen das mit. Ach, daher weht der Wind. Ich hätte es mir doch fast denken können. Entweder möchte er Spenden dafür, damit er das umsetzen kann, oder aber die Serie wird eben wieder kostenpflichtig. Bedeutet, die würde hinter einer Paywall verschwinden. Ja, das Geld wird knapp. Er spricht hier auch noch mal kurz seine Probleme an, ohne wirklich drauf einzugehen. Dann wird das Ganze schon wieder schwierig. Er preist das Ganze hier so an und die Idee prinzipiell ist besser als das, was er in letzter Zeit geliefert hat. Aber wie will er das denn überhaupt machen? Er sagt hier, er möchte den einen dort platzieren in Berlin, den anderen in Köln, den anderen sogar im Ausland. Sind wir ganz ehrlich, der geht doch gar nicht raus. Der traut sich doch gar nicht raus. Das passt doch überhaupt nicht. Wie will er das denn bewerkstelligen? Will er wirklich von Zoo bis nach Köln reisen? Einmal quer durch die Republik so ungefähr, um da kurz ein paar Aufnahmen zu machen. Einmal fehlt ihm auch dazu das Geld und zum Zweiten würde er das eben nicht machen. Also wenn, dann müsste er sich dafür ja eine Leibgarde engagieren. Daher denke ich, dass er sich vielleicht erhofft, wenn er so ein Projekt anspricht und das auch so ein bisschen ausschmückt, dass dann vielleicht die Spenden fließen, damit er rumreisen kann, was er aber niemals tun würde. Und Reini und das Ausland, ja, da wissen wir auch, spätestens an der Grenze dreht er wieder um, weil er Angst bekommt, weil er vielleicht auch Heimweh hat, keine Ahnung, weil er einfach sehr, sehr unbeholfen ist und da im Ausland alleine überhaupt nicht klar käme. Hinzu kommt noch, er müsste ja vielleicht auch jemanden haben, der ihm dabei hilft. Aber ich gehe davon aus, dass es hier einfach nur wieder darum geht, Geld zu scheffeln. Nicht zwingend durch die Paywall. Ich denke mal, das Projekt wird es so niemals geben, denn in seinem kleinen Zimmerchen da in Zobis, da wird er keine Kulissen aufbauen können, um verschiedene Städte vorzutäuschen oder irgendwelche Kulissen aufzubauen oder so. Ja, und wenn er das dort auf dem Hof oder im Hinterhof macht, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, einfach auch viel zu groß. Muss ich mal überlegen, wie ich das umsetzen kann. Auf der einen Seite muss ich dazu sagen, dadurch, dass es mit dem Hate momentan wirklich lächerlich ist, lächerlich im Sinne für, es ist gut für mich aktuell, bin ich momentan am Überlegen, ob ich nicht entspannt das Ganze angehen kann und vielleicht mich wirklich komplett aus dem Internet zurückziehen, zumindest für ein paar Jahre. Das verstehe ich jetzt nicht. Zum einen sagt er, der Hate ist momentan lächerlich und das ist ja überhaupt nicht viel. Der Hate wird weniger, wir kennen die Story. Ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Er meint jetzt, weil er ja momentan auch nicht so präsent ist, passiert auch nicht so viel. Ich möchte nicht zu viel vorgreifen, aber die meisten von euch werden sowieso wissen, wir werden am Ende des Videos noch sehen, wie das mit dem Hate ist. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, er möchte sich für einige Jahre aus dem Internet zurückziehen. Wer es glaubt? Vor allen Dingen widerspricht er sich doch hier gerade. Ne? Sagt er, er will neuen Content bringen, er wird Sachen drehen wollen, er schreibt an einem Skript. Auf der anderen Seite, er wird das Internet für ein paar Jahre ruhen lassen. Das, was ihm seit Jahren empfohlen wird, im Guten und im Schlechten, dass er aus dem Internet gehen soll, damit in sein Leben Ruhe einkehrt und er vielleicht einige Dinge auf die Kette kriegen will. Wie will er das bewerkstelligen? Der wird doch jetzt nicht über Nacht auf die Idee gekommen sein, oh, ich muss ein anderes Leben führen und ich gehe jetzt arbeiten und lasse das Internet ruhen. Das lässt sein Charakter gar nicht zu. Er hat diesen Geltungsdrang und er wird wiederkommen.
Und ob das diese Woche oder ob das erst nächsten Monat sein wird, er wird irgendwann an seine finanziellen Grenzen stoßen, dann wird er noch nicht mal mehr das einnehmen, was er wirklich zum Leben braucht, wirklich nur das Nötigste. Und dann ist er wieder da. Sind wir doch mal ganz ehrlich, als ob der verschwinden würde. Jetzt werden wahrscheinlich die Hater gleich wieder kommen, besiegt, ja, wie ich schon 100 Milliarden Mal sagte, besiegt bin ich erst, wenn ich gestorben bin, weil ich mein Leben lang gegen Unterdrückung kämpfen werde, unabhängig davon, ob ich es im Internet mache oder woanders. Woanders? Wo willst du denn gegen Unterdrückung kämpfen? Du bist die personifizierte Feigheit. Du sitzt in dem Zimmer und traust dich nicht raus. Und wie feige du bist, das wirst du noch in diesem Stream beweisen. Du kannst nur im Internet das Maul aufreißen, weil du in deinem Zimmer hockst und einfach Angst hast, dass draußen irgendjemand steht, hupt, vorbeifährt oder sonst irgendetwas. Und deswegen schließe ich auch aus, dass du in andere Städte fährst, um da irgendwelche Szenen aufzunehmen. Du weißt wahrscheinlich unterbewusst, dass du die letzten Monate, als du dich so extrem sicher gefühlt hast, auch extrem provoziert hast und viele Leute einfach nur auf die Gelegenheit warten, dir mal wieder ordentlich die Meinung geigen zu können. Du wirst deinen Kampf weiterführen und du bleibst unbesiegt. Ja, du besiegst dich immer wieder selber. Ja, wie so ein Stehauf-Mannequin. Aber du besiegst dich jedes Mal selber. Du brauchst dafür auch niemand anderen. Ich glaube, ein Großteil, wenn du dich wirklich ernsthaft zurückziehen würdest und das auch dauerhaft machen würdest und nicht andauernd wiederkommen würdest, würde, glaube ich, keiner sagen, besiegt. Vielleicht würde, ja, es gibt natürlich bestimmt welche, die das sagen, aber viele würden auch sagen, oh, er hat es endlich begriffen mit Mitte 30. Sehe ich also nicht als besiegt an, aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir eher darum, dass ich momentan versuchen möchte, von meinem Privatleben und von mir als Person ein bisschen abzulenken und einfach mein eigenes Leben wieder zu führen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber eigentlich meine Ideen für die Serien weitermachen. Ich habe gemerkt, jetzt wo ich aktuell ein bisschen Ruhe habe, die letzten Monate, das letzte halbe, dreiviertel Jahr, wo ich jetzt mal ein bisschen entspannter sein kann, habe ich gemerkt, dass mir meine Kreativität zurückkommt. Also ich habe ja vor 15 Jahren, ich habe vor 12 Jahren angefangen mit YouTube. Ist es gerade wieder so, dass er die letzten, ich sag mal, anderthalb Monate wieder überdramatisiert und zu einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr macht? Oder meint er zur Ruhe gekommen, weil er jetzt seit September in Zobis wohnt? Er hatte ja ein paar Monate wirklich Ruhe und konnte schalten und walten, wie er wollte. Nur, das ist ja seit Anfang Februar vorbei. Und er meint, seine Kreativität wäre zurückgekommen. Jetzt mal ganz im Ernst. Er hatte von, sagen wir Oktober bis Ende Januar, Anfang Februar, hatte er wirklich Ruhe und hätte kreativ werden können, weil niemand wusste, wo er war. Und was haben wir gekriegt? Beziehungsweise was haben seine Zuschauer bekommen? Singschmatzende, Provokationen, Rumgebölke, Lügen. Also kreativ war das nicht wirklich. Die Zeit, die er wirklich hatte, nach so vielen Jahren wirklich mal zur Ruhe gekommen zu sein, die hat er nicht genutzt. Und jetzt meint er, obwohl er geleakt ist und jeder weiß, wo er ist, jetzt ist alles ruhig, der Hate wird weniger und jetzt kommt seine Kreativität zurück. Was spinnt er sich denn da schon wieder zusammen? Ich hatte vor etwa 8 Jahren angefangen mit Kurzfilm der Idioten, beziehungsweise damals hieß es ja noch 4300 Metal. Und damals hatte ich voll die coolen Ideen eigentlich. Mittlerweile hat sich das erledigt. Wie auch immer. Ich würde jetzt noch ein, zwei Songs spielen, bevor ich euch jetzt ein Ohr abkaue. Und dann würde ich mal gucken, ob Auge oder Hart vielleicht Bock hat auf ein, zwei Matches. Jetzt hat er seine Ideen mitgeteilt. Vielleicht wirklich so ein verstecktes Betten um Spenden, um eben seine neue Serie finanzieren zu können. Und eigentlich soll sie ja doppelt finanziert werden, denn er braucht Geld im Voraus, um das Ganze umzusetzen. Und er möchte das Ganze dann natürlich im Nachhinein auch bezahlt haben. Und noch ist er sehr, sehr guter Dinge. Und das schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Er hat es gerade angekündigt, es wird noch ein bisschen Musik gespielt. Mal schauen, was er da tut. So. Einer meiner Lieblingssongs von ASB. Und zwar der Song Werben. Yeah.
Wie geht's dir? Ihr habt's gesehen. Zum Glück ging das nicht lange. Er hat wieder gearmtanzt und gesitztanzt und geheadbangt und was auch immer. War wirklich euphorisch und fühlte sich ganz, ganz großartig. Und nun sehen wir einen alten Bekannten, mit dem er matchen möchte. Boah, bisschen müde, bisschen K.O. Hab aber mittlerweile endlich einen gesunden Schlafrhythmus tatsächlich. Das muss man mal dazu sagen. Ich stehe morgens tatsächlich um 7 stehe ich morgens auf und um 10, 12 gehe ich spätestens ins Bett. Ja, also, das ist auch gesund. Das ist auch gesund. Schön 8 Stunden Schlaf immer holen. Sehr gut. 7. Wenn ich um 12 ins Bett gehe und um 7 aufstehe, sind es 7. Ja, das ist doch mal eine Begrüßung, oder? Direkt mal seinen vermeintlichen TikTok-Kumpel verbessern. Wenn ich von 12 bis 7 schlafe, dann sind das 7 Stunden. Ich bin auch kein Fan von Auge, keine Frage, aber ich denke, der hat's gut gemeint. Ne? Wenn du einen gesunden Rhythmus hast, ne, den 16, 8, jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, bei anderen sind es 6 Stunden, wie auch immer, muss ja auch jeder Mensch selber wissen, dass er aber so einen gesunden Schlafrhythmus hat. Ich glaube da nicht wirklich dran. Ich glaube nicht, dass das alles so geregelt ist. Es sei denn, Uwe hat ihn wirklich so unter die Fittiche genommen, dass er abends früh ins Bett geht und morgens früh raus. Ich habe keine Ahnung. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass es nicht so ist. Mal 3. Noch führen. Wir brauchen 9 Rosen, Leute. Von 9 verschiedenen Leuten eine Rose. Dankeschön für die Rose, dankeschön. Jawohl, Leute. 6 Stück brauchen wir noch. Ostdeutschland, ich grüße dich. Noch 3. Ja. Jetzt musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ihr werdet das Hupen gehört haben. Auge grüßt hier jemanden, der sich Ostdeutschland nennt. Fand ich in dem Zusammenhang sehr, sehr witzig. Ich nehme jetzt mal den Rahmen weg, damit ihr, wenn Reini irgendwelche Fratzen schneidet, das auch gut sehen könnt. Das Problem ist, wie gesagt, ich möchte euch auch den Chat einblenden, sonst könnte ich Reini mehr in die Mitte setzen, dann würde aber der Chat verschwinden. Ich nehme jetzt mal den Rahmen weg, dann sehen wir alles. So Leute, alle zusammen. Ich habe euch auch mal eben, ich muss das wieder umtauschen, ich habe gar keine Coins mehr, ich muss das wieder Coins umtauschen. Ich habe gar keine Coins, ich kann doch gar keine Kiste rausholen, Leute. Damit lose ich jetzt natürlich ab, ne? Danke für das Intimherz. Intim mit meinem Team, Leute. Der Spruch ist gut. Ja, dass der Spruch ihm gefällt, war irgendwie klar. Es hat einen Moment gedauert, bis er den gecheckt hat, ne? Und über den Spruch muss Rainer dann, nachdem der Groschen endlich gefallen ist, auch lachen. Würde er jetzt wieder regelmäßig kommen, würde ich behaupten, dass er das in jedem Match, wenn er dann so ein Herz bekommt, so ein Teamherz, dann auch sagen würde. Weil wir wissen ja, wie gerne er solche Sprüche kopiert. So Leute, ich habe jetzt umgetauscht. Habt ihr noch mal eine Kiste hier? Gönnt euch. Danke für die Panthers, dankeschön. Erste Runde, Leute, erste Runde gewonnen. Perfekt. Habt das gerade gesehen? Er ist und bleibt ekelig. Er wird das auch nie ablegen. Viele haben sich ja gefreut, dass er sich mal wieder gezeigt hat, weil es dann was zu reden gibt. Aber diese ekelhaften Gesten von ihm, diese ekelhafte Mimik von ihm, die hat, glaube ich, niemand vermisst. Darf man dich zum Grillen einladen? Du darfst mich zum Grillen einladen, ich werde aber wahrscheinlich nicht kommen, weil mir das zu riskant ist, wenn ich alleine irgendwo hingehe, wo dann irgendwie 100 Leute sind und ich dann vielleicht von 90 Leuten aufs Maul kriege. Weil das schaut immer ziemlich beschissen aus, wenn ich 90 Leute von der Grillparty mit 100 Leuten zusammenschlag. Da stehe ich immer so in der Mitte von 100, von 99 Leuten, ne, und 10 Leute schauen dann zu, wie ich 99 Leute zusammenhau. Das sieht immer ein bisschen scheiße aus, ne? Auge weiß, was ich meine, der war schon mal dabei. Der feige Reini in seiner Traumwelt stellt sich gerade vor, wie er auf Hater trifft oder andere Leute, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Wobei bei ihm sind ja alles Hater, ne? Und wie er dann einen Großteil davon, circa 90% der versammelten Mannschaft, dann erstmal umboxt und wie er da in der Mitte steht und einen nach dem anderen ausnockt. Sollte er wirklich einen ausnocken, ist er danach so außer Puste, dass er überhaupt nicht mehr dazu kommt, für den zweiten auszuholen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Aber
Er kann es auch nicht lassen, so blöde Anspielungen zu machen. Wirklich nicht. Und das, wo er so feige ist, er ist einfach feige. Ja, dann stehe ich immer wie in so einer Blume, weißt du, ich stehe so in der Mitte und außenrum liegen sie alle wie so eine Blume aufgereiht, weißt du, so 99 Leute um mich herum, weißt du, weil ich alle umhaue. Wir sind etliche Fans von und sind nur zu zweit, ich und mein Vater. Ja, das Problem ist, pass mal auf, das Problem ist, du verstehst das nicht, weil das ist, du sagst zu mir das. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann, weil ich kenne dich nicht. Auge macht Auge, Leute. Alle zusammen. Das Problem ist, ich habe sowas schon mal gemacht, Leute. Ich habe sowas schon mal gemacht und bin damit ordentlich auf die Fresse gefallen. Ich habe es schon zweites Mal gemacht und ein drittes Mal gemacht. Und ein viertes Mal mache ich den Fehler nicht. Das war sowieso schon zu oft, ne? Was ist der Beginn von Wahnsinn? Er wird hier von jemandem, ich glaube, es ist ein Kind, ne? Irgendwie kommt irgendwann auch, dass der 14 ist oder so und auch noch zur Schule geht. Er möchte Reini zu sich einladen, damit er mit seinem Vater grillt. Und Reini möchte das nicht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man kann sie ja auch nicht mit jedem treffen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, Reini wird uns jetzt eine Definition geben. Und zwar die Definition von Wahnsinn. Hören wir doch mal rein. Wenn du eine Sache immer und 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 immer 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 und immer wieder wiederholst und ein anderes Ergebnis erwartest, das ist der Beginn von Wahnsinn. Und 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen schon, dass ich nicht verrückt bin. Aber die 10, das sind leider die Melodie von Halloween. Ich bin gerade mal 14 und mein Vater ist 60. Habt ihr die Definition von Wahnsinn gehört? Ja, wenn man immer wieder Sachen wiederholt und ein anderes Ergebnis erwartet. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele ich jetzt spontan nennen könnte. die ja dann eigentlich zeigen würden, dass er wahnsinnig ist. Denn er macht ja ganz viele Fehler immer wieder. Eins der Beispiele wäre zum Beispiel einen neuen YouTube-Kanal erstellen. Oder aber provozieren. Oder nicht schlau daraus werden, wenn er sowas sagt wie ihr findet mich nicht oder ich bin im Verborgenen. Und kurze Zeit später hört man es hupen oder man hört Leute oder ähnliches. Und es gibt dafür viele, viele weitere Beispiele, dass er ja nie aus seinen Fehlern lernt und immer wieder die gleichen begeht. Also vielleicht müsste er sich dann nach seiner Definition ja selber als wahnsinnig betiteln. Und wir sind große Fans von dir. Wie gesagt, das geht ja nicht gegen euch als Person. Es geht auch nicht gegen andere Leute, mit denen ich schon was gemacht habe. So. Aber in etwa 80 von 100 Fällen, die ich bereits gemacht habe, waren sowas Hateraktionen. Das geht nicht gegen euch als Personen, sondern es geht einfach darum, ich habe sowas einfach schon durch, mehr als einmal. Und wie gesagt, der Beginn von Wahnsinn ist, wenn du eine Sache immer wiederholst und ein anderes Ergebnis erwartest. Lass uns diese Runde. Schnelligkeit-Challenge, 30 Sekunden, nimm mal zwei. An dieser Stelle beginnt Reinis schlechtes Schauspiel. Vielleicht sollte er sich das mit diesen verschiedenen Rollen, in die er schlüpfen will, nochmal überlegen. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber auch gestern Abend war er wieder ein sehr schlechter Schauspieler. So eine Szene werden wir jetzt noch öfter sehen. Er sagt dann, warte mal, oder tut sich, als müsste er sich kratzen, es juckt ihm am Ohr oder müsste sich durch die Haare gehen. Dann wird das Mikro hochgeklappt, damit er gemutet ist. Und dann schindet er Zeit, indem er dann an sich rumfuchtelt, das Headset abnimmt und so weiter. Woran das liegt, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ach so, es kann sein, dass es bei mir zu laut ist und man deswegen Auge hört, weil ich habe doch so ein beschissenes Headset. Bei mir ist es so, wenn die Musik zu laut ist oder Hintergrundgeräusche zu laut sind, dann übernimmt mein Mikro automatisch den Sound von meinen Kopfhörern, warum auch immer. Leute, mein Privatleben ist mein Privatleben, deswegen heißt das Privatleben. Und wenn ich euch nicht angenommen habe oder euch nicht annehme, dann Leute, ich möchte meinen Beruf und mein Privatleben trennen und ich habe keine Lust, mich mit 100.000 Menschen an meinem Privatleben auseinanderzusetzen. Späte Einsicht. Also mal davon abgesehen, dass du kein wirkliches Privatleben hast und auch kein Berufsleben, sind wir mal ganz ehrlich, dass du das nicht möchtest, dass das im Internet ja breitgetreten wird, das hättest du dir vor 12 Jahren überlegen müssen. Du bist derjenige, der
sein Privatleben immer und immer wieder in die Öffentlichkeit rückt, mit voller Absicht, entweder um zu provozieren, um zu flexen oder irgendwelche anderen Dinge. Du könntest ein wesentlich ruhigeres Leben haben, wenn du nicht 98% deines Privatlebens in das Netz gerotzt hättest. Auch wenn du dich jetzt etwas bedeckter hältst, im Grunde genommen, viel kann da bei dir nicht los sein, außer vielleicht, dass sich in deinem vermeintlichen Liebesleben was getan hat. Ich habe meine Freunde, das sind nicht viele, die habe ich aber, und darüber hinaus habe ich kein Interesse, meine Freunde zu erweitern. Auch so ein schönes Beispiel. Er scheint sich wirklich gerade in Anführungsstrichen, Privatleben sehr wohl zu fühlen. Er hat jemanden, der momentan zumindest uneingeschränkt zu ihm hält. Das ist Uwe. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Personen involviert sind. Und meine Vermutung eben, dass da irgendwie momentan eine rosarote Brille sein Antlitz ziert. Es scheint wirklich so zu sein, dass er momentan wieder schwer in Love ist. Dass es sich für ihn momentan sicherlich so anfühlt, dass das völlig reicht. Denn wenn das alles so zutrifft, wie ich es gerade gesagt habe, dann ist das mehr, als er in der Vergangenheit hatte. Und dass ihm das so reicht und er da auch niemanden anderen reinholen möchte, um da nicht irgendetwas zu zerstören, die Logik geht auf für mich. Wir wissen aber auch, wie er ist. Hoffentlich bricht da sein Freunde, Familienkartenhaus, das er sich da gerade aufbaut, sein Luftschloss. Hoffentlich bricht das nicht ganz bald wieder zusammen. Oh nein, was ist oh nein, Mary? Also wir versuchen dich nicht, wenn du so Interesse hast. Wir verachten dich nicht, wenn du kein Interesse hast. Was sich mal kennenzulernen, schreiben wir über TK. Amazon Wishlist, das wäre noch interessant. Was wäre noch gut? Ja, wo soll ich das bitte dann hinliefern lassen? Zu deinem Kumpel, zu deiner Familie, Uwe, da könntest du doch die Dinge der Amazon Wishlist hinliefern lassen. Aber wahrscheinlich darfst du das nicht. So viel zu deiner Dominanz. Zu der selbsternannten. Was ich hier gerade auch sehr auffällig fand, wieder, das habe ich ja auch vor etlichen Videos schon mal angesprochen, als er noch öfter gestreamt hat. Er hat hier massive Probleme beim Lesen einer Chatnachricht. Und seinem vermeintlichen Kumpelauge ist es aber viel wichtiger, da ständig zwischenzusprechen und zu sagen, tippen, tippen, tippen. Also ich finde es nicht so toll. Ich meine, Reini hat es nicht anders verdient, aber dass sein vermeintlicher Kumpel, der sich ja auch nur an Reini hochziehen will und immer noch nicht geschnallt hat, dass das nicht funktioniert, dass der ihn da halt so unterbricht, um eben sein Gebettel zu starten. Drache, könntest du es vielleicht überlegen, nee, so, Leute, meine Anfrage auf TT anzunehmen? Nein, ich nehme das nicht an. Leute, sind Sniper da? Leute, 15 Sekunden noch. Auch hier wieder. Reini hat vermeintlich Schmerzen, verzieht das Gesicht, fasst sich an die Schulter, in den Nacken. Und was macht hier sein super Kumpel? Betteln. Alle zusammen. Tippen. Und wenn wir zusammenhalten, Alter, dann schaffen wir das. Jeder ein bisschen. Snipen, Leute. Oh, mein Rücken. Ey. Wer kann, wer nicht kann, tippen. Oh. Kennst du das, wenn du dich so, wenn du so bewegst? Auf einmal knackt das und das zieht dir bis ins Genick hoch. Aua. Lasst uns ihn wegnehmen. So viel zu dem Thema, machst mich platt. Danke für die Rose. Nee, eine Runde noch, dann würde ich mal mit, würde ich mal gucken, ob Hart da ist und vielleicht mit ihm noch eine halbe Stunde machen, weil ich wollte heute nämlich entweder eine Stunde oder zwei Stunden machen, mal gucken. So Leute, alle mal Das wird das letzte Match sein für den gestrigen Abend, obwohl er eben noch was anderes angesagt hat. Warum das so ist, auch das bekommen wir gleich wieder mit. Achtet bitte mal darauf, dass Reini sich wieder mutet und nicht mehr spricht. Und
eigentlich nur noch Gestiken macht, um sich zu bedanken. Tippen, alle mal tippen. Alles klar, Eis, dann hau rein und ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und sei brav in der Schule und lern fleißig. Nicht, dass aus dir irgendwann sowas wird wie ich. Das war doch mal ein guter Tipp, ne? Er gibt hier diesem Minderjährigen den Tipp, ne? Ja, schlaf gut und pass gut auf in der Schule, nicht, dass du so wirst wie ich. Solche Aussagen sollte er vielleicht mal öfter treffen und sich so ein bisschen auf die Schippe nehmen, auch wenn das natürlich stimmt. Niemand sollte das Ziel haben, ein Leben zu führen, wie Reini es tut. Nee, Spaß beiseite, wirklich lernen in der Schule, ist echt wichtig. Leute, letzte Runde, lasst uns. Ich zu spät gemacht. Letzte Zwei. Runde gegen ihn. Leute, alle zusammen, danke für die Rosen. Er holt uns nicht ein, Leute, er besiegt uns nicht. Nichts da. Leute, verdenkt daran, Leute, ne? Unbesiegt auf ewig, Leute, denkt daran. Oh. Hier beginnt jetzt die Szene, die ich eben angesprochen habe. Es wird sich gemutet. Kurz vorher waren auch unbesiegt auf ewig. Wir schauen mal weiter. Leute, alle zusammen. Tippen, 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 tippen. Gibt's 3 Punkte. Guido, dankeschön. Guck mal, trotz Boosterhandschuh, es ist machbar. Ne, wer kann, der kann, wer nicht kann, schön tippen, holt euch die Truhen weg, schnappt euch das Team Herz. Und die Geschenke tippen. Leute, und noch ein Booster, Alter, jetzt drehen sie durch. Alter Schwede. Vielleicht haben wir ja einen, der ihm die Wins wegnehmen möchte. Vielleicht haben wir ja jemanden am Start. André, danke schön zu gehen. Dino, danke schön. Danke für den Dino. Cercel, danke schön. Alle zusammen, als Team, als Team. So Leute, danke schön. Die letzten 10 Sekunden, Leute. Ist vielleicht einer, der snipen kann. Snipen, snipen. Leute! So, dankeschön. Dankeschön. Leute. So. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ne? Einen schönen jo. Stream noch. Ja, ich werde jetzt doch schon offline gehen, weil ich bin echt. Hast doch keinen Bock. Ne, ja, vielleicht die Tage mal. Ich werde hart demnächst mal anschreiben und dann frage ich ihn mal, wann er mal Zeit hat. Mach das. Schönen also, Abend dir. Hau rein. Ciao. Ihr habt eben gesehen, er war lange gemutet. Und ich kann euch auch jetzt zeigen, was da passiert ist, während er da so lange gemutet war und eben nur noch Handzeichen gab. Und auch, welche Situationen dazu geführt haben, dass er jetzt doch nach 40 Minuten etwa offline geht und nicht noch mit Hard matchen wird oder gar 2 Stunden streamt. Achtung für die Kopfhörer. Leute, es kommen jetzt 2 Videoausschnitte, die könnten ein bisschen laut sein. Ich lasse die nacheinander durchspielen. Das ist in der Zwischenzeit unter anderem so passiert. Ihr habt das Hupen zwischendurch auch schon mal gehört, aber da gab es noch ein bisschen mehr. Es gab diesmal nicht nur die Hater-Hupe. Entwickler! Uwe! Hallebal! Das schreiende Haus ist zurück. Nicht Reini ist derjenige, der da rumschreit, sondern das ist ein lautstarker Uwe, der seine üblichen Parolen von sich gibt und anderes Zeug durch die Gegend schreit. Das wird Reini natürlich nicht entgangen sein während des Streams und er macht hier das wahrscheinlich Vernünftigste. Er geht offline, um die ganze Sache vielleicht deeskalieren zu lassen. Und das meinte ich vorhin auch mit feige. Er steht ja für alles und gegen Hass und ist die Ikone.
Ja, warum hat er den Stream nicht beendet und hat dann gesagt im Stream so, ich mache das jetzt hier zu Ende. Ich höre, dass Uwe Probleme hat und ich gehe jetzt da raus und stelle mich den 99 Mann, damit die wie Blütenblättern um mich herum hinterher flach im Gras liegen. Nein, natürlich nicht. Erstens würde er das nicht zustande bringen, zweitens ist er zu feige. Aber so viel dazu, wogegen er alles steht. Er lässt wirklich Uwe draußen rumbrüllen, lässt zu, dass sich der mal wieder der Lächerlichkeit preisgibt, während er oben in seinem Zimmerchen sitzt und sich schön versteckt und Duckes hält. Unmöglich, unmöglich, so ein feiger Mensch. So muss ich es einfach sagen. Er ist sowas von feige. Oder, dass er aufhört und nicht zwingend rausgeht, sondern Uwe reinruft, sagt, komm, ist gut, ich höre auf, dann hören die gleich auch auf. Nein, er lässt Uwe in Anführungsstrichen seinen Job machen. Dass es gestern Abend zu solchen Situationen gekommen ist, wo Uwe da rumgebrüllt hat, das könnte natürlich auch dazu führen, dass sich dadurch noch mehr Leute angelockt fühlen. Ja, wir werden sehen, ob es jetzt wieder eine Woche dauert, bis der Medienprofi sich live zeigt oder gar länger nach der Situation gestern Abend, kann ich nicht sagen. Wie immer, es bleibt wie immer spannend. Wir müssen uns einfach überraschen lassen, ob da wirklich irgend sowas kommt mit diesen Kurzfilmchen, die er da macht oder machen möchte, wo er in verschiedene Rollen schlüpft. Auch das wird sich zeigen. Ich glaube, dass das in seiner kleinen Hütte da nicht gut machbar ist. Aber wer weiß das schon, ob weitere Let's Plays kommen. Das alles wird die Zukunft bringen. So. Ich bin ein Match mit dir. Heute nicht mehr, Leute. Ich bin echt so geschafft. Ich weiß nicht, ey. Letzte Zeit. Also meine Augen sind... Naja, gut, okay, sind schon relativ blau aus, gerade sind sie. So sehen sie fast gold aus irgendwie, oder spinnig. Hier zumindest das, aua, jetzt hätte ich mir fast voll ins Auge gelangt. Hier zumindest das linke sieht irgendwie so gold aus, ne? Nicht so halt, merkwürdig. Okay, danke Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Wann der ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ne, ich versuche ja immer momentan das Ganze zurückzuhalten und ruhig zu sein und alles. Und ich danke euch fürs Dabeisein und für eure Unterstützung und hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Ja, so erfolgreich war seit Stream ja gar nicht, zumindest vom finanziellen her. Und es gab eben die Situationen, die ich eben besprochen habe. Ich kann nicht sagen, wie er sich verhalten wird. Wenn er jetzt damit rechnen muss, immer so wenig einzunehmen, dann müsste er ja wirklich mehr online kommen, um zumindest diese paar Euro da jedes Mal mitzunehmen. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ob Uwe ihm jetzt nochmal sagen wird, dass er vielleicht doch nicht mehr live gehen soll, weil er keine Lust hat, da immer rumzuschreien. Oder aber, ob Uwe ihn ermutigt und sagt, mach das ruhig, ich stelle mich da an die Front mit der Sense und kläre die ganze Sache mit ganz viel Gebrüll. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, das habe ich jetzt ganz oft gesagt und deshalb verabschiede ich mich jetzt für heute. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.